man muss einfach wieder ein weißes Blatt Papier nehmen und sagen, das sind meine Ziele, das ist das, was Ofitz kann und will, das ist die Ausgangslage, was machen wir daraus? Und da kann man halt nur sagen, nur so funktioniert's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kulturtalk im Union Square und ich freue mich heute ganz besonders auf meine Gesprächspartnerin. Sie ist Geschäftsführerin und Festivalleiter des Filmfestivals Max-Ofels-Preis, geboren 1988 in Berlin und hat mit ihrem Job wahrscheinlich auch einen der schönsten Jobs hier in der saarländischen Kulturszene. Das werden wir aber gleich noch genauer beleuchten. Herzlich willkommen, Svenja Böttger. Hallo. Hallo. Svenja, Kino ist das große Thema. Wann war deine erste Berührung mit dem Kino? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, also Kino war schon immer auf jeden Fall ein tolles Thema. Gerade auch als Kind ist man natürlich sehr begeisterungsfähig. Ich glaube, was mich sehr geprägt hat, war so, ich durfte einen Kindergeburtstag in Berlin im IMAX, im ganz neuen IMAX machen. Das war total toll, weil wir gerade, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt ich war, 6 vielleicht, 7. Und wir haben wirklich diese ganz tollen, wirklich großen Dokumentationen gehabt über das Meer und die Fische und alles. Und dieses IMAX ist schon irgendwie für so einen kleinen Menschen sehr, sehr imposant. Sonst waren wir auch viel im Kino, haben auch viel natürlich im Fernsehen gesehen. Ich weiß, dass ich mich damals bei der unendlichen Geschichte extrem gegruselt habe und sehr lange brauchte, bis ich das wirklich mal zu Ende gucken konnte. Und habe bei so Sachen wie My Girl und E.T. und so auch einen Moment gebraucht, weil ich habe eine große Schwester, die hat natürlich viel früher diese Sachen angefangen zu gucken, wie das mit kleinen Geschwistern so ist, die setzen sich dann halt dazu. Deswegen, ja, die unendliche Geschichte fand ich sehr gruselig. Ich war auch, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu klein, um es eigentlich zu gucken. Also ein Kindergeburtstag organisiert, das war schon sozusagen die erste Handlung in dem Bereich. Hast du damals schon irgendwie gewusst, dass du mal dann irgendwas damit zu tun haben magst? Oder war das eher noch so auf Konsumentenseite beschränkt? Das war auf jeden Fall noch Konsumentenseite und war auch zum Glück meine Mama, die einfach uns viel mit in die Kultur genommen hat. Also wir waren auch viel als Kinder schon im Museum, wir waren im Theater. Ich war auf einer Musikgrundschule, also ich komme eigentlich auch eher aus der Musikrichtung tatsächlich. Damit bin ich quasi aufgewachsen und war auch auf einem musikbetonten, wie sie es so sagen, Gymnasium in Berlin. Also eigentlich, ich glaube, hätten sich alle immer gedacht, dass ich eigentlich in die Musik gehe, habe aber einfach gerade in der Oberstufe halt sehr viel auch mit Theater und Musik zu tun gehabt. Wir haben Musicals gemacht, ich habe Theater nur ein bisschen gespielt und dann bin ich tatsächlich in die Liveband gewechselt. Ich war halt quasi dann die Band, die beim Musical halt immer die Live-Musik gemacht hat und habe halt, ich glaube, 6, 7 Jahre in der Big Band gespielt. Ich habe 8 Jahre im Chor gesungen. Ich habe sehr, sehr viel Musik gemacht, habe dann angefangen. Ich habe schon immer gerne Filme geguckt, das auf jeden Fall. Und habe dann aber auch gemerkt, so irgendwie mit Film oder mit Werbung muss es irgendwie was werden. Bei der Musik habe ich immer gemerkt, ich habe eine riesen Leidenschaft dafür gehabt, aber ich wollte es irgendwie nicht studieren. Das war mir zu viel. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwie für Film und Werbung begeistern können. Habe im Studium angefangen und bin zum Glück wirklich in so ein Filmfestival geschlittert in Braunschweig und habe da eigentlich so die Liebe entdeckt. Dazu und hatte auch einfach Freunde, die halt irgendwie die ersten Musikvideos für ihre Bands gedreht haben und solche Sachen. Und darüber kam ich dann dazu, auch mal am Set sein zu dürfen und mitzudrehen und zu arbeiten. Jetzt sind wir schon ein paar Schritte zu weit, aber macht ja nichts. Also das heißt, du hast wahrscheinlich, musst es ja irgendwann ernst machen. Also nach dem Abitur muss man ja mal für irgendwas entscheiden. Und so wie es klingt, vielleicht von der Familie her, war das okay, in dem Bereich zu gehen? Absolut. Ja. Interessanterweise bin ich tatsächlich die Erste bei mir in der Familie, die so studiert hat. Also das schon, aber man merkte so im Abi, ich hatte Kunstleistungskurs, wir haben irgendwie, mein bester Freund, das ist eine komplette Architektenfamilie. Wir hatten schon immer viel mit Kultur zu tun. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Kunstlehrer, der uns als damals im Gropiusbau die MoMA-Ausstellung war und so, haben wir uns morgens um 4 mit dem Kunstleistungskurs halt angestellt. Wir sind extrem viel ins Theater gegangen. Wir haben sehr viel auf VHS-Kassetten und DVDs dann geguckt, weil mein bester Freund hatte eine riesen Musikanlage und die musste man natürlich ausprobieren. Und deswegen
Nee, es kam tatsächlich definitiv aus der Schule, weil ich meine gerade auch Musikgrundschule, also ich beherrsche 3 Instrumente, wenn wir die Blockflöte mitzählen, dann waren es mal 4. Ich habe halt ganz lange Klavier gespielt, ich bin von Klarinette zu Saxophon gegangen, wir haben Big Band gemacht, wir haben Musical gemacht, wir waren viel, viel im Kino. Das kommt auf jeden Fall durch die Schule, weil wir einfach, ich bin super gern zur Schule gegangen, ich habe mein Gymnasium sehr geliebt, weil wir halt einfach so viel machen konnten und durften. Wir hatten einfach grandiose, tolle Lehrer, die sehr viel mit uns gemacht haben und mir das Kunst-Kultur-Thema halt einfach sehr gelegen hat. Aber ich bin auf jeden Fall durch die Schule geprägt, weil wir wirklich, also wir haben damals, ich weiß noch gut, bei Lenin zum Beispiel, haben wir im Kino International in Berlin geguckt, weil wir sind eigentlich, ich bin im Süden aufgewachsen, wir sind eine Südschule, aus Lichterfelde, aus Langwitz, aber wir sind extra für Goodbye Lenin ins Kino International gefahren, damit der Flair auch stimmt. Also solche Lehrer hatte ich halt, die halt gesagt haben, klar, ich fahre jetzt durch die Hallstatt mit euch, weil ich möchte, dass ihr es halt richtig irgendwie fühlt. Und das war einfach total schön zu sehen. Das kommt von da. Und dann, klar, ich musste mich dann irgendwie entscheiden, dass ich irgendwas studieren wollte und dann habe ich irgendwas mit Medien gemacht und bin da so reingerutscht. Und dann ging es nach, wenn ich es richtig gesagt habe, nach Braunschweig, wo du den Bachelor gemacht hast. Und dann, also im Bereich Medienwissenschaften, also irgendwas mit Medien. Und dann später Filmuniversität in Babelsberg, ein großer Name, wo du den Master gemacht hast. Und hast aber auch während dem Studium schon tatsächlich auch gearbeitet an verschiedenen Projekten. Kannst du vielleicht kurz mal ein paar erläutern. Auch große Produktionen, Zirkus Halligalli habe ich gesehen. Ja. Genau, das hatte ich also schon eher so auf die Produktionsseite gezogen. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, was schon immer klar war, ich konnte sehr gut organisieren. Ich habe im Bachelor, ich bin nach Braunschweig gegangen, auch tatsächlich durch Zufall, weil auf Medienwissenschaften liegt ein NC und ich hatte leider kein 1,2 Abi habe dann in Braunschweig einen Platz gekriegt im Nachrückerverfahren und bin nach Braunschweig gezogen. Braunschweig war irgendwie interessant, weil Braunschweig relativ wenig Medienwissenschaften hatte, weil es ein 2-Fächer-Bachelor war und wir auch noch Informations- und Systemtechnik studiert haben, weil es eine Kooperation zwischen der Kunsthochschule war und der TU in Braunschweig. Habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, zu lernen, was Computernetze sind, wie man ein Handynetz aufbaut, was eine Blu-ray ist, welche Codecs man verwendet. Hatte gedacht, dass ich es nie brauche und muss mittlerweile sagen, doch, es hat sich doch gelohnt, sich da durchzuquälen. Und habe halt in Braunschweig tatsächlich noch überlegt, in die Werbung zu gehen. Also da war das Thema Werbung für mich noch sehr interessant. Oder halt den Filmbereich, weil ich durch meine Freunde einfach da so die Berührungspunkte hatte und bin halt in dieses Festival in Braunschweig gerutscht. Mhm. Und bin dann auch ein Semester ins Ausland, habe Erasmus gemacht, der Klassiker, und bin danach tatsächlich in München gewesen und habe da Praktikum gemacht bei Fischer-Appelt, bei einer großen Werbeagentur, und habe da sehr viel Projektmanagement gemacht, aber auch getextet. Ich war da Redakteurin und durfte sehr viele Texte schreiben für Lego und für, weiß ich nicht, ich habe damals für Mini, als Drive Now eingeführt wurde, saß ich in München und habe die Texte mitgeschrieben oder habe da eher auf textlicher Ebene gearbeitet, habe dafür aber auch eine super Ausbildung natürlich gekriegt, weil wir auch für Tempo gearbeitet haben. Wir haben irgendwie noch für Ceva, Wisch und Weg, also es war so eine interessante Mischung in dieser Agentur und ich habe halt erst Projektmanagement gemacht, dann habe ich getextet. Und wollte eigentlich unbedingt in diese Texterrichtung gehen. Und dann merkte ich aber, ich habe dann zwischen Bachelor und Master, also ich war noch eingeschrieben, aber ich habe ein Jahr in einer Werbeagentur in Berlin gearbeitet und habe da halt auch wirklich nochmal mehr gemerkt, dass Werbung super ist, dass Werbung auch interessant ist, aber dass ich bei ganz vielen Sachen nicht dahinter stehen kann, dass mir halt sehr, sehr wichtig ist. Also seit der Zeit lese ich zum Beispiel überhaupt keine Zeitschriften mehr, weil ich weiß, dass alles da drin gefaked ist. Es ist halt, ich saß dann auf der anderen Seite und dachte nur so, okay, no, das mache ich nicht mehr. Und dann hatte ich halt gesagt, okay, mich hat Film schon immer interessiert. Ich fand Film halt total toll. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, Werbung oder Film. Als ich damals mich für einen Bachelor entschieden habe, hatte ich zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit, weil ich nicht aus so einem Hause kam, weil auch nicht klar war, dass ich halt so privilegiert bin, genügend Geld zu haben, um mir ein Produktionsstudium leisten zu können,
kam das für mich gar nicht in Frage, was total schade ist, was aber auch total witzig ist, weil in Braunschweig der beste Freund von meinem damaligen Freund hatte sich gerade in Ludwigsburg beworben und war so der bunte Hund, der halt auch so Produktion studieren wollte und er hat es halt gekriegt. Und das war so die erste Berührung eigentlich mit irgendwie der Filmakademie in Ludwigsburg und auch eben mit diesem Hochschulfilmstudium. Und ich hatte dann das Glück, dass aus Braunschweig, aus den zwei Jahrgängen über mir, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, mit denen ich halt das kleine Kurzfilmfestival Durchgedreht 24 gemacht habe, die sind nach Babelsberg gegangen. Die sind an die Konrad Wolf. Und die waren so begeistert auch von Sehsüchte, weil im Teil des Masterstudiums machst du ein Jahr dieses studentische Filmfestival Sehsüchte und kannst noch ein zweites Jahr machen. Und meine Freunde aus Braunschweig haben halt alle so begeistert von Sehsüchte gesprochen und so begeistert von Potsdam, dass ich deswegen mich in Potsdam dann beworben habe und bin halt bewusst schon aus Braunschweig halt nach Berlin in diese Werbeagentur, habe halt gemerkt, okay, ich wollte unbedingt arbeiten, ich wollte unbedingt was machen. Ich hatte gerade genug vom Studium. Das hat sich definitiv in dem Jahr geändert, wo ich dachte, ach, so ein Studium wäre schon nochmal ganz gut. Und habe mich dann in Babelsberg beworben und fand in Babelsberg auch toll. Wir hatten damals nur einen Masterstudiengang, es gab keinen Bachelor. Das heißt, wir wurden alle neu zusammengewürfelt. Wir kamen alle aus unterschiedlichen Richtungen. Und da war es tatsächlich so, dass ich einen Platz gekriegt habe und das Aufnahmeverfahren bestanden habe, was nicht gerade einfach war. Ich habe auch danach entschieden, das war das letzte Aufnahmeverfahren und durfte dann halt Sehsüchte machen. Und dadurch, dass ich halt meinen Jahrgang über mir so gut kannte, bin ich dort auch und schon mein Festival organisiert hatte, bin ich da sehr, sehr gut reingerutscht. Mhm. War das dann auch der Punkt, an dem du gesagt hast, genau das will ich machen, oder war es eher umgekehrt, dass man fortan zu dir gesagt hat, die kann Festivals organisieren, das soll sie machen? Ich glaube, es war eine Mischung. Ich wollte immer in die Produktion. Ich war extrem begeisterungsfähig für die Produktion. Ich hatte vor allem das Glück, ich habe halt in der ersten Woche unseres Studiums, also das Schöne in Babelsberg ist, dass wir wirklich, als ich 2012 angefangen habe, da wird der ganze Jahrgang die ersten zwei Wochen zusammengeschmissen. Und dann musst du einen Kurzfilm drehen. Er hieß bei uns Klinik unter Palmen. Ich werde ihn immer im Giftschrank behalten, aber er war sehr witzig. Wir hatten sehr viel Spaß. Und keiner von uns durfte den Job machen, für den er angenommen wurde. Also die Regisseure durften nicht Regie führen und die Kameraleute nicht Kamera und so weiter, weil sie auch wollten, dass wir uns halt kennenlernen und dass wir halt einfach zusammen was Kreatives machen. Und das hat einen Heidenspaß gemacht, das war super witzig. Und da habe ich auch schon gemerkt, da habe ich natürlich Produktion gemacht, ich habe es mit organisiert. Dann sind wir nach Leipzig gefahren, aufs Dock Leipzig als Jahrgang, haben uns da nochmal kennengelernt und haben uns dann für einen, es gab von Red Bull früher, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die Red Bull 12 to 12 Challenge hieß die, wo du innerhalb von 24 Stunden einen Kurzfilm drehen musstest. Und den haben wir dann halt mit einer kleinen Truppe in Babelsberg, haben wir uns angemeldet und durften für unsere Uni antreten. Also es durfte immer nur einer aus den jeweiligen, es gibt 7 Filmhochschulen, es durften 7 Teams antreten und wir hatten halt für Babelsberg gewonnen und haben dann plötzlich über ein Wochenende halt dort mal kurz einen Film gedreht und dann war ich total angefixt und hatte halt super Lust. Ich habe sehr, sehr viel machen dürfen, weil ich wirklich 2, 3 tolle Produktionsstudentinnen bei mir hatte und Regisseure, die gesagt haben, hey, hast nicht Bock? Und ich da echt viel machen durfte und dann hatte ich es irgendwie mal parallel gemacht. Ich habe dann halt Sehsüchte gemacht, ich habe ein bisschen gedreht. Ich habe auch ein bisschen studiert, nebenbei, und hatte aber diese, also Babelsberg ist einfach eine große Chance, in diese Branche reinzukommen. Also das stimmt schon, das sind diese 7 Filmhochschulen, die wir haben, sind schon auch elitär, weil sie halt einfach einen Zugang bieten, den du an anderen Hochschulen natürlich in dieser Branche nicht hast. Und ich habe halt wirklich es einfach extrem genutzt. Ich habe es extrem ausgenutzt. Und hatte sehr viel Glück, weil in meiner ersten Woche kam halt ein Produktionsstudent von dort und war so, ach, Zirkus Halligalli sucht so ein paar Leute, die einen Studentenjob brauchen, hast du Bock? Und schwupps war ich ab irgendwie Folge 2 von Zirkus Halligalli dabei und habe halt einmal in der Woche mit zusammen im Studio halt die Studioaufnahmen mitgemacht und habe mich ums ganze Gästemanagement gekümmert. Also ich habe mich mit 2, 3 anderen noch zusammen darum gekümmert, die Leute einzuchecken, zu entscheiden, wer wo sitzt. Wir haben für Materia ein paar Musikvideos gedreht und so auch mit der Crew und
Wir haben irgendwie mit den Fotografen und so, also wir haben immer geguckt, dass das Studio einfach läuft. Mhm. Und das war ein super Studentenjob, aber das war eben auch Zufall, weil wir kannten uns gut, er wurde gefragt, er hat halt ein paar Leute aus seinem Jahrgang gefragt und dann, ich bin da überall so netterweise reingerutscht und habe dann halt aber auch das Beste draus gemacht und habe halt auch mir Babelsberg wirklich genommen, was ich halt auch, wo ich neugierig war, wo ich einfach rausfinden wollte, was das so ist. Mhm. Und habe die 2-3 Jahre sehr genossen. Ich habe halt immer sehr viel gearbeitet. Und aber einfach, weil ich mich dafür auch begeistern konnte. Ja. Und ich glaube, ich habe im Master irgendwann verstanden, wie das Filmbusiness funktioniert, dass du keinen 5-Jahres-Plan haben kannst im Filmbereich, ja, was im Festivalbereich definitiv anders ist. Aber im Filmbereich musste man so ein bisschen lernen, loszulassen, dass halt Projekte nichts werden. Dass du halt dann aber ein anderes Projekt findest, was Tolles. Und das habe ich im Master gelernt und das habe ich im Master dann auch genutzt und habe irgendwann gelernt, mal loszulassen und dann sind einfach so tolle Projekte wirklich um mich rumgelaufen. Ich dachte so, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen oder da würde ich gerne mit rein. Und wenn man sich halt anbietet, wenn man wach ist, wenn man offen ist und die Chancen nutzt, kann man halt sehr viel machen, tatsächlich. Bei deinem Kurzfilm, da muss ich nochmal nachhaken, also wenn ihr den in Max Uffels Vorprogramm sehen wollt, hart fordern. Der ist auf jeden Fall definitiv zu alt, weshalb ich habe ja Regularien, wo ich sagen kann, ach, das tut mir jetzt aber leid, okay, weil er wurde schon aufgeführt. Ah. Nee, das Witzige ist tatsächlich, wir holen den immer mal wieder raus in diesem Alumni-Kreis natürlich, der wir sind in diesem Jahrgang. Und ich finde halt schön, dass wir uns so darüber lustig machen können zusammen, dass wir einfach eine tolle Zeit hatten, dass es irgendwie funktioniert hat, aber dass wir das Ding auf jeden Fall niemals irgendwem zeigen werden. Aber das gehört halt dazu, finde ich, dass man sich auch als Team begreift. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch total wichtig zu sehen, dass sowohl in der Produktion wie auch im Festival ohne Teamwork geht's nicht. Und das macht mir halt so einen Spaß. Wenn ich es richtig gesehen habe, bist du noch während deines Masterabschlusses zum Filmfestival Max-Uffels-Preis gekommen. Wie kam das zustande und wie war so für dich die erste Zeit in einer neuen Stadt, einen neuen, vielleicht fordernden Job mitten im Studienabschluss? Also es war ja auch ein Riesenaufschrei am Anfang, so die Studentin kommt nach Saarbrücken. Ich hatte halt abgegeben schon. Also ich habe, wie auch im Bachelor, sehr lange gebraucht. Also ich bin auf jeden Fall ein Kandidat, den man super für sehr viele Hochschulsemester nutzen kann. Mhm. Ich habe halt immer was draus gemacht. Also ich meine, wenn man sich den Lebenslauf anguckt und wenn man auch die Projekte sieht, ich habe halt immer gearbeitet, ich habe immer was gemacht, aber ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, meine Studienabschlüsse zu machen. Mhm. Und im Master war es halt so, dass ich erstmal einen Plan haben wollte, was ich denn tue, bevor ich meinen Abschluss mache. Und ich bin von Sehsüchte zum Empfang der Filmhochschulen auch so reingerutscht, weil mich das interessiert hat. Das ist auch von den 7 Filmhochschulen so eine Art Konferenztag, Pitching-Tag während der Berlinale. Und ich war beim Treffen dabei und kam so aus diesem Post-Sehsüchte-Loch, dass ich das geleitet hatte und dachte so, ha, ich habe noch nicht so richtig Lust, meinen Abschluss zu machen. Vielleicht finde ich ja was Neues, was ich total interessant finde. Und habe dann durch Zufall dem damaligen Leiter gesagt, so, hey, wenn du ein bisschen Hilfe brauchst, bitte in der Orga, ich mach's dir, beziehungsweise sag einfach Bescheid, ich helfe ein bisschen mit. Und dann rief er irgendwann an und meinte so, kannst du dir vorstellen, das zu leiten? Ich so, ach, warum nicht? Und habe das halt 2 Jahre gemacht und habe dann aber auch im zweiten Jahr gesagt, okay, ich muss mich jetzt irgendwie mal entscheiden. Ich muss mich entscheiden, will ich in die Produktion, will ich in den Festivalbereich? Und ich muss auch meinen Abschluss machen, damit ich einfach mal weiterkomme. Und dann hatte ich tatsächlich davor schon, bevor ich mich beworben habe, habe ich abgegeben. Also das war damals auch ein sehr netter Ritt, weil ich habe wirklich donnerstags geht die Berlinale los, ich habe Mittwochnacht abgegeben. Am Dienstag im Festival, in der Berlinale, ist der Empfang der Filmhochschulen. Den habe ich dann halt nebenbei organisiert und habe halt den dann auch durchgezogen. Und einen Tag, bevor ich meine Masterarbeit abgegeben habe, kam der Anruf aus Saarbrücken, ob ich mir vorstellen könnte, mich zu bewerben. Ich wäre vorgeschlagen worden. Und ich saß auch so am Telefon und dachte so, ich habe gerade so eine Deadline, ich muss irgendwie drucken und abgeben. Und war auch so, erstens, wie kommt ihr auf mich? Und zweitens, geil, können wir das in 2 Tagen bitte besprechen? Ich habe da gerade so ein bisschen was zu tun. Und wurde tatsächlich von der Filmförderchefin in Berlin vorgeschlagen, die wiederum
in meinem zweiten Jahr Empfang der Filmhochschulen die Schirmherrin war und halt einfach gesagt hat, dass sie mich erlebt hat, wie ich halt den Empfang gemacht habe. Und sie wurde halt angefragt, ob sie jemanden vorschlagen möchte, ob sie jemanden sich vorstellen kann. Und da fiel dann halt netterweise mein Name. Und dann habe ich halt, nachdem ich abgegeben habe, in den Empfang organisiert habe, mich halt mit dem damaligen Geschäftsführer Thomas Brück in Berlin getroffen, in der Berlinale, um mal zu hören, was dieser Job denn sein soll und worum es geht. Und habe dann auch festgestellt, dass es irgendwie, also das Bauchgefühl war gut, aber ich merkte eben auch, was alles an Stress und Streitereien drumherum war. Das hat natürlich die Filmbranche auch mitgekriegt. Ich war sehr mit was anderem gerade auch beschäftigt. Ich war ein bisschen fertig, weil ich auch so eine Masterabgabe, also jeder, der schon mal irgendwas abgeben musste, weiß ja, in welchem Stadium man da so ist. Und dann dachte ich mir halt auch, na, ich bin ja viel zu klein, ich bin viel zu jung. Ich bin total unerfahren im Gegensatz zu den anderen, weil es war klar, sie werden 5 Leute bitten, sich zu bewerben mit einem Konzept. Man muss das Konzept vorstellen und einer von den 5 wird's. Und ich bin damals natürlich neugierig gewesen und hatte auch das Glück, dass niemand damit gerechnet hat, dass ich gefragt wurde. Das heißt, ich konnte durch die Berlinale auch laufen und mal hören von jüngeren Leuten. Ich meine, ich komme ja aus dem Umfeld. Deswegen hatte ich natürlich an allen Hochschulen auch meine Kontakte. Ich habe damals bei One-Two Films gearbeitet. Ich hatte halt Zollbonni, Jamila Wenske und habe halt auch in den Kreisen einfach mal gefragt, was die vom Max-Ophüls-Festival halten, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden, um mir so einen Eindruck zu machen. Und habe dann entschieden, ich habe schon Bock, mich zu bewerben. Und dachte aber auch so, ist eine super Übung, ich kann meinen Namen in den Ring werfen. Weil ich bin eben jung und unerfahren, im Gegensatz zu anderen Leuten, die sich beworben haben. Und dann bin ich einen Tag nach der Berlinale nach Saarbrücken gefahren und habe mich beworben und war nachmittags mitten im Zug, kam dieser Anruf, da bin ich gerade in Mannheim in den ICE gestiegen nach Berlin, dass dann halt kam, wir wollen Sie, Sie müssen sich jetzt entscheiden. Und ich saß im Zug und war so, jetzt, wir hatten eigentlich vereinbart bis abends, nee, Sie müssen sich jetzt entscheiden. Und dann stand ich im Zug und war halt total fertig nach dieser ganzen, sowieso den letzten 3 Wochen und habe meine ehemalige Chefin angerufen und war so, die wollen mich, was mache ich denn jetzt? Und sie auch meinte, naja, hast du dir irgendwie mal Pro-Kontra-Liste gemacht? Und so, ich so, die wollte ich jetzt im Zug eigentlich machen, weil ich habe dann 1 Stunde bekommen, mich zu entscheiden. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass halt ich einfach aufs Bauchgefühl höre, es einfach auszuprobieren. Und dann bin ich irgendwie in Berlin angekommen, kopfschüttelnd, wurde von meiner Familie und meinen Freunden abgeholt, die alle waren so, wir gehen jetzt feiern. Und ich war so, okay. Es war halt so eine unwirkliche Zeit. Aber es war eine tolle Zeit. Und ich muss sagen, Saarbrücken, durch Braunschweig wusste ich natürlich auch schon, dass ich das auch gern habe, dass es ein bisschen kleiner ist. Ich wusste aber auch, dass es eine Mischung sein muss. Auch in Braunschweig habe ich schon auch bin ich gerne als Bedienerin auch natürlich zurückgefahren. Und in Saarbrücken wurde ich extrem herzlich aufgenommen, sehr offen. Ich glaube, das Team war auf jeden Fall verwundert, weil ich habe vor allem extrem viel erstmal gefragt, weil ja auch klar war, ich muss irgendwie erstmal reinkommen, ich muss irgendwie erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, was dieses Festival ist. Und muss sagen, ich habe nicht viele Praktika gemacht, ich habe halt exakt 2 gemacht. Aber die haben mir natürlich extrem geholfen. Dadurch, dass ich Texter war, dass ich im Projektmanagement war, dadurch, dass ich in der Werbung war, dass ich irgendwie produziert habe, habe ich halt so ein paar Skills mitnehmen können, die mir natürlich sehr geholfen haben am Anfang. Und der 6er im Lotto war dieses Team und Olli Baumgarten. Weil Olli und ich kannten uns nicht. Ich bin einen Tag, nachdem offiziell wurde, dass ich die Chefin von Max Ophüls werde, bin ich in Zug gestiegen und wir haben uns in Hamburg getroffen. Und das hat halt einfach von vornherein inhaltlich und so sehr, sehr gut funktioniert und ist einfach eine hammer erfolgreiche Zusammenarbeit geworden. Und ohne das Team und ohne Olli wäre es auch nie gegangen. Also ohne die Symbiose, dass wir wirklich zusammenwachsen und miteinander überlegen, was wollen wir mit Ophüls, was hat das für ein Fundament, für einen Auftrag. Hat man dich also in einem schwachen Moment hier ins Saarland gezogen quasi. Heute bist du auch noch jung, aber mittlerweile erfahren, was das angeht und sorgst immer im Januar dafür, dass Saarbrücken blau wird. Das hat nichts mit Spirituosen zu tun. Okay. Wo kommt eigentlich das Blaue her?
Das müssen wir Albrecht Stubbi eigentlich mal fragen, ja. Weil er natürlich das Festival geprägt hat und gegründet hat Anfang der 80er. Mhm. Und das Festival tatsächlich schon immer das Festival der blauen Herzen war. Okay. Müssten wir Albrecht fragen. Okay. Kann ich nicht beantworten. Also ich kann das Herz beantworten. Ich kann natürlich beantworten, dass ich mich das auch immer wieder gefragt habe, als ich kam, weil ich ja auch das CI verändert habe. Ich habe damals ein neues Herzlogo entworfen, habe auch an mich für neues Blau entschieden, aber natürlich im Blau geblieben. Diese Gastfreundschaft, diese Offenheit, dieses Herzliche, das merkt man, finde ich, sobald man irgendwie ein, zwei Wochen bei Ofitz nur mitarbeitet oder wenn man halt als Filmemacher in diese Stadt kommt, wie sehr diese Stadt dich willkommen heißt, diese Filme trägt, diese Filmschaffenden trägt. Woher das Blau kommt, ich weiß es nicht. Mhm. Es passt halt natürlich sehr gut zum SR und es passt sehr gut zur Stadt Saarbrücken. Weiß ich nicht. Müssen wir nachtragen, kein Problem. aber vielleicht nochmal, also der Filmpreis Max Ophüls, der Filmfestival Max Ophüls Preis heißt es richtig, kennen viele, aber vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, was die Besonderheiten dieses Festivals sind. Genau, also das Festival ist zum Glück schon sehr alt, älter als ich. Es steht für den deutschsprachigen Filmnachwuchs. Das bedeutet, dass das Festival immer im Januar in der dritten Woche eigentlich die jungen Talente aus Deutschland, Österreich, Schweiz und zum Glück seit ein paar Jahren auch Luxemburg in vier verschiedenen Kategorien zeigt. Wir zeigen von wirklich Kurzfilm, Mittellang, Spielfilm, Dokumentarfilm eigentlich die Bandbreite eines Jahrgangs. Wir wollen quasi einmal im Jahr eine Art Auslese machen, so einen Hint geben, was für Talente dort nachwachsen und wer dort wie Geschichten erzählt und erzählen will. Mhm. Wir haben sehr tolle, hochkarätige Preise, die wir verleihen dürfen und können mit Stolz sagen, dass in den letzten 40 Jahren sehr, sehr viele dieser deutschen Filmbranche hier groß geworden sind, hier ihre Debüts gezeigt haben, mit Kurzfilmen hier waren, Schauspielnachwuchspreis gewonnen haben und dann wirklich den Einstieg geschafft haben. Dafür steht Ophüls. Namensgeber ist Max Ophüls, eine kurze Exkursion. Er kam als Max Oppenheimer in Saarbrücken, St. Johann zur Welt, wurde ein bedeutender Film-Theaterregisseur und aufgrund seiner jüdischen Herkunft musste er 33 Deutschland verlassen, lebte einige Zeit in den USA, wo er sich dann zu Ophüls umbenannte und kam 1949 zurück nach Europa und ist 1957 in Hamburg gestorben. Also Max Ophüls ist ein Sohn dieser Stadt. Was von seinem Geist steckt in dem Festival? Ich glaube sehr viel, weil Max Ophüls sehr neugierig war, sehr viel auch ausprobiert hat und für dieses junge Wilde auch steht und für dieses nicht angepasste Filme machen, dafür steht er. Und dafür ist er nicht nur ein perfekter Namensgeber für dieses Festival, weil er in Saarbrücken geboren ist, sondern eben auch, weil er filmisch für das, was er als Oeuvre hat, auch sehr dafür steht. Was wir halt auch, oder was Albrecht Stubbi damals auch zeigen wollte, nämlich irgendwie diesen Nachwuchscharakter, dieses Gefühl der Filmkultur, der Filmkunst, die halt mal Ecken und Kanten haben darf, die man nicht überall reinpassen muss, sondern die man halt auch zeigen kann, weil Herr Stubbi hat viel interessanterweise wirklich ja im tiefsten Westen, sag ich mal, auch DDR-Produktion gezeigt, er hat sehr viel queeres Filmschaffen auch gehighlightet. Er hat zum Beispiel auch Doris Dörrie war eine der ersten, die hier auch sehr gut für Rabatz gesorgt hat. Und es gibt immer wieder halt Filme, die für Aufsehen sorgen, wo es einfach aber eben genau auch darum geht, die Filmkunst zu zeigen, was eben auch der Zeitgeist, aber auch dass die Talente halt mitbringen, wie sie halt die Filmkunst prägen. Bis jetzt war es ein sehr schönes Gespräch. Jetzt kommen wir zum Thema Corona. ihr seid 2020 nochmal so davongekommen. Mhm. 2021 muss das Festival online stattfinden, was allerdings auch ein großer Erfolg war, auch, glaube ich, viele sehr überrascht hat. Das war so ein bisschen wie dieses Jahr, so nach dem Sommer hat man vielleicht noch gedacht, okay, das war es jetzt irgendwie so halbwegs. Wann ist bei euch der Gedanke gereift, dass ihr was machen müsst und wie habt ihr diese Herkulesaufgabe in eigentlich sehr kurzer Zeit bewältigt? Viele Fragen. Also wir hatten einfach unglaublich Glück, dass wir im Januar 2020 wirklich ohne auch dieses Wort tatsächlich
ausgekommen sind, ohne dass man irgendwie eine Ahnung hatte, wie ab März, wie schlimm die Lage weltweit werden wird. Das heißt, wir hatten am längsten mit der Berlinale auch Zeit, innovativ zu sein. Und ich glaube, was wir uns vorgenommen hatten, und mit wir meine ich immer Olli Baumgarten und ich, dass wir halt gesagt haben über den Sommer, okay, wir gucken, wie es sich entwickelt. Wir versuchen irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen. Und wir haben im Sommer angefangen, erstmal quasi die Skizze zu machen, was wäre, wenn es die Pandemie nicht gäbe, wie hätten wir 2021 machen wollen, um irgendwas zu haben als Gerüst, wo man dran rumbasteln kann, kürzen kann, umfunktionieren kann. Und dann, nachdem das stand, haben wir eigentlich angefangen, uns mit Szenarien zu beschäftigen und auch wirklich noch konkret, weil man natürlich, wir wussten ja alle nicht, wie es wird, haben wir ganz konkret überlegt, okay, was bedeutet es denn, wenn du dieses Festival nur mit 100 Leuten machen darfst? Was bedeutet es mit 200, mit 500, mit 1000? Was bedeutet es, irgendwie online zu gehen? Und haben da wirklich angefangen, erstmal uns ja mit den Beschränkungen zu befassen, mit den Abständen, mit dem, wie, was ist das Fundament von OFITS, was ist uns wichtig, was brauchen wir, was wollen wir transportieren. Da hatten wir tatsächlich auch noch gedacht im Sommer natürlich, dass es nicht zu einem erneuten Lockdown kommt. Das heißt, wir haben uns im Sommer auch sehr damit befasst, eben mit diesen Obergrenzen, wie kann sowas aussehen, was können wir dafür machen. Und dann spitzte sich natürlich die Lage im Herbst sehr zu. Und wir hatten das Glück, dass wir sehr gut beraten wurden. Also wir hatten einen sehr guten Kontakt in die Stadt natürlich, aber auch ins Land und auch zu den Pandemie-Experten, die uns sehr gut in dem Sinne an die Hand genommen haben, um uns auch die Zahlen zu erklären, um uns zu erklären, welche Prognosen es gibt. Und dann war eigentlich Anfang Oktober leider klar, dass wir, naja, so Mitte Oktober, wurde uns sehr deutlich die Prämisse aufgemacht, dass es einen Lockdown geben wird, dass der sehr lange dauern wird und dass wir definitiv das Thema physische Präsenz eines Festivals abhaken können. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt noch Zeit. Wir hatten da noch 2,5 Monate, knapp 3. Wir hatten schon an der Streaming-Plattform zusammengesessen und mit Cinebox gemeinsam angefangen, es zu bearbeiten und zu gucken, wie können wir Blockchain-basiert eine Streaming-Plattform aufbauen zusammen, die unseren Ansprüchen auch gerecht wird. Und hatten dann im Oktober dem Team halt mitgeteilt, dass wir uns jetzt, dass wir aufs Ganze gehen, dass wir auf eine Karte setzen, nämlich die Online-Karte. Und dass wir jetzt mal überprüfen pro Ressort, was kann man adaptieren? Weil uns ging es von vornherein darum zu sagen, wir müssen unser Konzept adaptieren. Man kann es nicht kopieren, man kann nicht 1:1. Das ist wie im Theater. Die Diskussion bin ich echt leid, weil es gibt sehr tolles Online-Theater, dass die Leute denken, wenn man sagt Online-Theater, da setzt jemand nur eine Kamera hin und dann läuft das schon. Sondern man muss natürlich irgendwie mehr machen. Und da haben wir für die Ressorts geguckt, wen tangiert es am meisten, wo müssen wir arbeiten, wo müssen wir auch Mut zur Lücke haben, was geht einfach nicht online. Und haben dann tatsächlich im Team ein Konzept entwickelt, zu sagen, wenn schon online, dann jetzt richtig geil. Und sonst nicht. Und haben dann auch gesagt, es gibt ein paar Sachen, die wir gerne auch trotzdem physisch machen wollen. Also wir haben ja das Magazin gedruckt, weil wir auch meinten, was ist das Wichtige, sowohl für die Filmemacher wie auch für die Gäste. Und wir wollten, dass man halt diese Ausgabe, wenn man sich die in 10 Jahren anguckt, einfach eine vollwertige Ausgabe hat. Und dann haben wir angefangen zu spinnen, zu organisieren und hatten wie immer ein geiles Team, was halt einfach mitgemacht hat. Und wir haben sehr gezittert. Also wir haben zwischendurch wirklich, also da ging es gar nicht um die Filmauswahl, da waren wir auch echt positiv überrascht, dass uns alle, es hat uns niemand abgesagt für die Online-Variante, weil wir aber auch sehr klare Regeln festgesetzt haben, was wir dürfen, was wir wollen, was wir machen, was wir nicht machen. Zum Beispiel der viel diskutierte Ticketumfang, das gehört an sich einfach meiner Meinung nach, weil als ein Filmfestival habe ich ein Potenzial, wie viele Leute ich erreichen kann. Und es ist einfach unfair, Rechteinhabern gegenüber zu sagen, ich mache jetzt das Doppelte, weil ich kann ja jetzt. Nee, das ist nicht mein Job. Mein Job ist es, diesen Film bestmöglich zu präsentieren, den Austausch zu geben. Und das Geoblocking-Thema ist nun mal eins, was im Filmfördergesetz halt dann Stand und Regel war. Und dann haben wir halt gesagt, wir wollen irgendwie natürlich aber auch diesen Austausch schaffen und wir wollen Interviewformate haben. Und dann war der SR verrückt genug, mit uns verrückten Menschen, mal wieder zu sagen,
naja, ihr seid schon ein bisschen sehr verrückt, aber wir haben Lust drauf, wir machen es zusammen. Mhm. Und dann haben wir aber tatsächlich bis zum Teil 2 Tage vorher gezittert, ob wir es überhaupt drehen dürfen, weil nicht klar war, kommen Ausgangssperren, wie machen wir es? Und wir hatten natürlich auch mit Olaf Franzl jemanden, der auch viel produziert, der mit uns die Blaue Woche erfunden hat. Und wir dann auch tatsächlich eigentlich nur dadurch, dass wir keine Zeit und kein Geld mehr hatten, entschieden haben, Olli und ich moderieren das, wo wir festgestellt haben, es war eine sehr gute Idee, aber sie war eher nicht so inhaltlich bedacht, sondern eher der Faktoren geschuldet, haben wir irgendwie alles organisiert und haben dann, waren aber auch selber sehr überwältigt von der Resonanz. Und vor allem das schönste Kompliment, was wir bekommen haben, war eigentlich von den Filmschaffenden, dass sie uns gesagt haben, es fühlt sich nicht wie so ein komischer Ersatz an, sondern es fühlt sich wirklich an wie ein Festival. Und das ist, also damit muss man eigentlich, normalerweise sollte man aufhören und sagen, okay, ich habe alles erreicht, was ich kann, jetzt ist gut. Und deswegen nenne ich das ja auch oder habe das sehr bewusst auch seit Februar, März das One-Hit-Wonder-Festival genannt, weil wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort das richtige Angebot machen konnten und genügend Leute mitgezogen haben von allen Seiten, dass es so ein Erfolg werden konnte. Uns war aber von vornherein klar, das geht einmalig so. Die Voraussetzungen werden in einem Jahr danach einfach anders sein. Und da hatten wir ja auch recht. Wir haben eine Impfung, es gab einen anderen Sommer, es gab andere Möglichkeiten. Dass das jetzt wieder so schlimm gekommen ist, haben, glaube ich, viele nicht berechnet. Und da sage ich auch ganz ehrlich, also ich finde das zweite Corona-Jahr wesentlich härter als das erste. Was auch Motivation betrifft, was Ideen betrifft, weil wir haben letztes Jahr 5 Festivals in einem organisiert. Und das sind einfach Konzepte, die für die Tonne danach waren. Die waren gut, aber passten halt nicht. Die kannst du halt nicht einfach wieder rausholen und sagen, ach, jetzt machen wir das, sondern man muss immer mal wieder neu bewerten. Und wir haben uns fürs zweite Jahr vorgenommen gehabt, uns nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, sehr, sehr konservativ zu bleiben und wurden dennoch überrascht. Und das kann man auch so ganz ehrlich sagen, das ist unfassbar demotivierend, dass wir halt schon wieder in so einer Situation hängen, wo wir die Leidtragenden absolut sind. Aber ich finde es auch total schwierig, ich mag dieses ganze Blame-Spiel nicht. Ich mag nicht zu überlegen oder mich aufzuregen, an wem es alles liegt. Das bringt gar nichts, sondern eigentlich geht nur die Flucht nach vorne wieder. Und die fällt dieses Jahr ein bisschen schwerer als letztes Jahr von der Motivation, aber sie ist da. Und man muss einfach wieder ein weißes Blatt Papier nehmen und sagen, das sind meine Ziele, das ist das, was Ofitz kann und will, das ist die Ausgangslage, was machen wir daraus? Und da kann man halt nur sagen, nur so funktioniert's. Und das ist ja, es geht allen so. In egal welcher Sparte, in egal welcher Sektion wir arbeiten, leben, wo wir sind, wir müssen halt optimistisch bleiben und sagen, es muss weitergehen und es wird weitergehen. Kommen wir gleich noch drauf. Corona hat ja nicht nur bei euch voll reingeknallt, sondern auch in der Filmwirtschaft generell. Also die 100. Verschiebung des neuen James-Bond-Films ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und du hast da bestimmt noch Kontakte. Kannst du mal beschreiben, wie das in der Szene, was da alles passiert ist? Viel, sehr, sehr viel. Also wir hatten relativ wenig Zeit, in der gar nicht gedreht wurde. Für diejenigen, die eben auch die Pioniere waren am Anfang, die es am härtesten getroffen hat, 2020, hat es sehr, sehr hart getroffen, weil die natürlich nicht nur abbrechen mussten, sondern auch Ideen entwickeln mussten für diese Branche. Es wurde 2021 unfassbar viel gedreht, aber es wurde sehr, sehr wenig Kino gedreht und leider sehr wenig Nachwuchs. Und da kann man leider wirklich sagen, das Augenmerk in Deutschland ist leider auch nicht auf diesen beiden Sparten, dass wir ein sehr, sehr großes Nachwuchsproblem kriegen werden. Und zwar nicht, weil wir die Leute nicht hätten und weil wir nicht tolle Geschichten hätten, die wir erzählen wollen, sondern weil überall gerade die Gelder zusammengestrichen werden und kein Aufschrei kommt, weil natürlich das auch vielen so geht. Der Nachwuchsbranche in Deutschland geht es nicht gut. Okay. Das merken wir natürlich auch am Thema Einreichungen. Das merken wir vor allem auch an dem Thema freie Einreichung, weil wir eigentlich gerne die Mischung haben aus den Filmhochschulabsolventinnen und aus den Quereinsteigern, aus den Künstlern. Wir wollen einfach wirklich die Bandbreite zeigen. Und gerade im freien Bereich natürlich hat man es extrem schwer,
aber auch alle anderen. Also es ist wirklich, wirklich schwer im Moment, Gelder zu bekommen und Gelder zu akquirieren, überhaupt irgendwie eine Produktion, die Finanzierung aufzubauen für Nachwuchs, wenn man nicht für den Streamer arbeiten möchte, kann oder wenn man keine Serie macht. Mhm. Fürs Kino wird im Moment sehr, sehr wenig leider im Nachwuchsbereich produziert. Mhm. Und das ist ein Problem. Das ist also unheimlich viel Bewegung, also die Nachwuchsförderung. Da wirst du ja auch viel gefragt zu dem Thema, weil du dich da auch gut auskennst. Aber auch andere Sachen, Sicherheit am Filmset, haben wir zuletzt das Thema gehabt, yep. Diversität in Filmen, die Ecken und Kanten der Filmförderung, die es da gibt, faire Arbeitsbedingungen, grünes Drehen, Dieter Wedel ist in Rente. Wie würde heute ein Film von Fassbender oder Schlingensief aussehen? Schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Ich glaube, darauf wird es wahrscheinlich 100 Antworten geben und ich werde keine darauf geben, weil wir hatten Fassbinder und Co. in ihrer Zeit und wir haben jetzt tolle Leute in unserer Zeit. Und mich würde eigentlich viel mehr interessieren, und ich sehe es ja auch zum Glück, weil es mein Job ist, wie eben jetzt die Generation damit umgeht, wie sie kämpfen, wie sie für das einstehen, woran sie glauben, und wie sie auch sagen, wie sie ihre Auffassung vom Film ist und vom Filme machen. Und das finde ich eine viel spannendere Zeit, als jetzt nur nach hinten zu blicken, weil das bringt nichts. Man muss halt jetzt überlegen, wie man es macht. Und man muss tatsächlich sagen, wir Filmfestivals zum Beispiel haben gerade einen sehr guten Punkt errungen, endlich. Wir stehen das allererste Mal so explizit im Koalitionsvertrag, der gerade rausgekommen ist, um halt auch einfach zeigen zu können, es muss dort weitergehen und auch im Nachwuchsbereich. Wir haben letztes Jahr wurde vom Produzentenverband eine ganz wichtige, tolle Studie veröffentlicht, die sie gemacht haben, um den Nachwuchsfilm, wie es darum in Deutschland steht. Ziemlich rabenschwarz in Teilen, gerade was so Diversität betrifft, ist es sehr rabenschwarz. Aber dass man halt auch einfach merkt, dort gibt es jetzt Baustellen und Hausaufgaben, die wir tun müssen. Und das ist genauso mein Job, wie es halt auch der Job der Filmschaffenden ist und der Job der anderen Institutionen, da jetzt einfach zu sagen, okay, wir haben da eine Baustelle, an die gehen wir jetzt ran. Und deswegen lieber nach vorne gucken, lieber überlegen, wie man es jetzt halt gut machen kann für die Generationen, die kommen und für das Filmschaffen, was wir jetzt haben. Zum Stichwort gut machen, die große Frage, wir haben jetzt Ende November heute, ihr habt euch, glaube ich, ein Hybridformat für das nächste Jahr ausgedacht, steht das noch? kann ich tatsächlich im Moment schwierig beantworten, und zwar soll das nicht demotivierend sein, sondern das, was wir uns im Sommer überlegt haben, wird nicht funktionieren, und zwar liegt es auch nicht daran, dass wir uns nicht genügend Gedanken gemacht hätten oder irgendwas, sondern dass diese Branche so unfassbar schnelllebig gerade wieder wird mit der Pandemie, dass halt auch Akzeptanzen, aber auch Regeln sich ändern. Also als Beispiel, wir hatten halt eigentlich noch nie das Recht als Filmfestivals, weil in dem Teil der Auswertungskette für Film, Kinofilm, den wir stehen, online zu gehen. Wir haben alle eine Ausnahme bekommen unter gewissen Regelungen wie begrenzte Tickets, Geoblocking und so weiter, das, was man alles so kennt aus den letzten Jahren. Diese Regelung wurde im Oktober wieder kassiert. Und das bringt natürlich etwas, wenn ich im Juni, Juli mir Szenarien überlege und damit weiterplane und im Oktober rauskommt, dass gewisse Dinge, die man sich überlegt hat, nicht mehr gehen, muss man umplanen. Und so geht es uns, glaube ich, mit vielen Punkten und Aspekten. Deswegen, und ich mag auch dieses Wort Hybrid leider überhaupt nicht, weil Hybrid einem nicht sagt, was eigentlich wirklich gemeint ist. Denn wir verstehen Festival als Präsenzfestival und wir bauen gerne etwas online dazu. Mhm. Hybrid würde bedeuten, wir machen alles, was wir physisch machen, auch online und umgekehrt. Mhm. Und das ist es nie gewesen und kann es auch gar nicht sein, weil eben adaptieren ist die Sache, nicht kopieren. Deswegen bin ich mit Hybrid immer nicht so happy. Ich würde sagen, wir haben zwei sehr gute Ideen. Wir hoffen, dass es ist wieder eine Zitterpartie wie letztes Jahr, zu wissen, was kommt noch, worauf reagieren wir, worauf können wir reagieren, dass wir aber zwei Ideen haben, wo wir halt sagen, wir sind flexibel, es geht nur nach vorne, Flucht nach vorne ist immer die beste Devise
und dass wir was Gutes machen werden, wo wir auch wieder zeigen können, wie innovativ Kunst sein kann und Kultur und wie wichtig es ist, dass vielleicht auch deutlicher nochmal wird, wie sehr es sich lohnt, in Kultur zu investieren, weil man einfach in einer Branche ist, die sehr deutlich zeigen kann, was möglich ist an Innovationskraft. Und das, finde ich, hat der Kulturbereich sehr deutlich in den letzten 2 Jahren gezeigt. Und man sich dafür auch schon auch ein bisschen stolz sein darf, Teil davon zu sein, zu zeigen, es muss ja weitergehen und es muss Ideen geben und es müssen sich Sachen wandeln. Und dass man diesen Wandel halt mitträgt und dadurch aber ihn ja auch mitbestimmen darf. Mhm. Deswegen glaube ich, es wird nicht wie letztes Jahr, es wird auch nicht wie der Plan, den wir im Sommer hatten, aber es wird ein anderer toller Plan und es wird wieder zeigen, dass man halt Kultur auch in diesen Zeiten durchführen kann. Ich bin sicher, die Saarländer, Saarländerinnen und Saarländer werden das mit Sicherheit unterstützen, egal in welcher Form, und die Politik mit Sicherheit auch, gehen wir mal davon aus. Genau, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast etwas mitbringt, ein Ding, was ihn inspiriert. Da hat man dir jetzt wahrscheinlich nicht Bescheid gesagt, aber alternativ... nicht so richtig, tatsächlich. Alternativ, die Frage zum Schluss, was ist deine Lieblingsserie auf Netflix? Aus dem Bauch rausgesprochen würde ich gerade Sex Education beantworten. Wahrscheinlich in 5 Minuten fällt mir noch ungefähr 100 andere Sachen ein. aber das Letzte, was mich wirklich, also ich finde, das ist eine super tolle, innovative Serie, die aber auch ihre Ecken und Kanten hat, wo ich mir nicht sicher bin, wie gut ich das finde. Aber was ich bei Sex Education total interessant finde, ist, dass das so generationsübergreifend funktioniert. Mhm. Also ich habe irgendwann mal meine Cousins und die jüngeren Leute gefragt, ob, weil das ja eigentlich eine Serie vor allem für sie ist, ob sie überhaupt funktioniert oder ob das nur so meine Generation so feiert. Und er dann nur war so, nee, du bist zwar alt, aber ich finde das auch super, meine Freunde auch. Mhm. Das mochte ich irgendwie sehr gerne sonst auf Netflix. I don't know, ich gucke nicht so viel Netflix tatsächlich. Ich wollte dich eigentlich ein bisschen provozieren, aber hat nicht geklappt. Ich guck halt sehr, sehr viel. Also ich bin niemand, der halt sagt, wir brauchen, also das Streaming gehört abgeschafft oder das und das, überhaupt nicht. Ich glaube, es kommt immer auf den Zugang an. Also ich habe auch einen Mubi-Account, den ich sehr toll finde, den wahrscheinlich sehr viele nicht kennen werden, wo ich nur sagen kann, wer Arthouse mag und ein tolles Konzept haben möchte einer Streaming-Plattform, sollte sich dringend bei Mubi anmelden. Denn Mubi hat das Konzept, dass alle Filme 30 Tage dort bleiben. Also sie haben 30 Filme. Die sind kuratiert und quasi haben einen Ablauftag von 30 Tagen. Das heißt, jeden Tag geht einer weg und ein neuer kommt dazu. Und das ist gerade super, super toller Arthouse. Man kann nochmal Sachen auch zeigen und sehen von wirklich Koryphäen an Regietalenten, wo man es jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Es gibt immer wieder auch mal Kurzfilm-Specials, die ich toll finde. Ich gehe immer noch sehr, sehr gerne ins Kino. Das heißt, ich bin eigentlich so der klassische Mixler eigentlich. Ich weiß sehr genau, was mir wichtig ist am Kino, was ich im Kino gucke und was mir auch auf anderen Sachen nicht in Frage kommt. Ich bin aber auch jemand, der sich für Serien interessiert und der halt einfach gerne dieses Medium mag. Ich gucke mir auch bei YouTube mal Sachen an, um zu gucken auch und zu überprüfen, was ist denn das? Was macht das mit einem? Wir haben verschiedene Generationen. Ich glaube halt auch, Filmfestivals müssen da auch mehr drauf achten und wir auch, zu gucken, was sind denn die Zielgruppen, wen können wir wie erreichen. Deswegen haben wir ja auch bei OFITS vor 6 Jahren entschieden, dass wir auch ein bisschen, sage ich mal, nach dem Wettbewerb, der ja ganz klar auf Kino ausgerichtet ist und auch dabei bleibt, aber auch mit Mob-Visionen zeigen wollen, was eben so im Serienbereich oder in anderen Bereichen, auch im WBA-Bereich, die jungen Talente so machen. Denn ich finde diesen Medienmix total interessant und wichtig, weil nicht jeden Moment passt alles. Also wie ich im Moment einfach kaum Netflix gucke und viel lieber ins Kino gehe und jetzt gerade sowieso natürlich am Power-Sichten war, der ganzen tollen Einreichungen, gibt es Momente, wo man halt vielleicht eher ins Theater geht oder vielleicht eher zu einem Konzert geht oder eben auch auf dem Streaming guckt oder in der Mediathek guckt. Das sollte alles drin sein und muss auch drin sein, dass man nämlich auch weiß, was so sein Geschmack ist, was einen noch interessiert. Mhm. Und ich habe den Luxus, dass ich einfach sehr viel im Kino sitzen darf und natürlich auch auf sehr vielen Filmfestivals sein darf.
das habe ich dieses Jahr natürlich auch wieder genossen, dass ich wirklich Filme wieder auf der sehr, sehr schönen großen Leinwand gucken durfte, weil da gehören für mich Filme hin. Zusammenfassend, Besuch die Kultur. Ja, und zwar alles. Also alles, es gibt tolles Theater, es gibt tolles Online-Theater, es gibt tolles, also es gibt in allen Sparten immer etwas zu entdecken. Und ich glaube, der Mix macht es auf jeden Fall. Ein gutes Buch ist auch immer wichtig und ein Podcast ist wichtig. Theater ist wichtig, Musik ist wichtig, Film ist wichtig. Max Ophüls ist wichtig, besucht es auch, wenn es ja, geht sehr gerne. Oder konsumiert es, auf welchem Weg auch immer. Vielen Dank für das nette Gespräch, Svenja Böttger. Danke.